In den Fängen der Zeit heißt das Buch oder Trilogie. Das ist entstanden bereits, wenn ich mich nicht irre, vor etwa 15 Jahren, so das erste Buch, weil es ja eine Trilogie ist. Also sag mir doch bitte, was hat dich bewegt? Also du bist ja vor allem davor, bist du als Journalistin in Erscheinung getreten. Was hat dich bewegt, dich der Literatur richtig zuzuwenden? Ja, die Frage stellen oft Leser, besonders junge. Frau Kuskel, wann haben Sie beschlossen, Schriftstellerin zu werden? Und da muss ich immer lachen und habe gesagt, ich habe nie beschlossen. Für mich waren das Abgötter, die waren da, wo sind die Schriftsteller und wo bin ich? Ich habe mich nie, hätte ich mich nie gewagt, da irgendwo ranzukommen. Journalistisch, ja, das hat mein, war mein Handwerk. Ich habe bei der Deutschen Welle sehr vieles gelernt. Ich habe sozusagen eine Journalistenschule da gemacht. Aber es gab immer wieder ein und dasselbe Ärgernis, solange ich in Deutschland vom ersten Tage an gelebt habe. Und zwar, man versuchte immer auch, nicht mit bösem Willen, scherzweise oder so, einfach, Frau Kuskel, Sie sind doch Russin. Und da geht ein Russlanddeutscher, der sein Leben lang in Russland als Deutscher ausgegrenzt wurde, verachtet wurde oder immer mit Nachteilen rechnen musste, dann geht der, dieser Mensch hoch. Und ich bin jedes Mal hochgegangen. Dann habe ich gedacht, ich kann doch nicht jedem Idioten, Entschuldigung, erklären, woher, wie und wann. Da muss man in so einem Buch schreiben und erzählen. Und da habe ich gedacht, ich schreibe was rum. Also einfach versuchsweise war das. Und ich habe, ich glaube, in 3 Monaten habe ich das erste Buch, Die geraubte Kindheit, den ersten Teil von der Trilogie, geschrieben. Und siehe da, ich hatte damals aber die Zeitung Ostexpress und habe das da immer wieder veröffentlicht. Und das war ein Riesenerfolg. Ich habe dann das Buch herausgegeben, dann habe ich die eine Auflage machen müssen, die zweite und die dritte. Es waren, glaube ich, bis an die 30.000 dieser Bücher und die sind weg, ich habe sie nicht mehr. Und dann haben meine Leser immer gesagt, ja, was war weiter? Ja, dann musste ich auch schreiben, was war weiter. Dann habe ich den zweiten Teil geschrieben, am anderen Ende der Welt, unser Leben am anderen Ende der Welt, da an der Beringstraße, auf der Kolumna. Und dann kam es wieder. Und was kam weiter? Dann kam der dritte Teil. Wo ist das Land? Die Suche nach einer Heimat, weil Deutschland uns nicht so sehr haben wollte, als Deutsche, sagen wir so. Wir fühlten uns nicht so richtig anerkannt als Deutsche hier in Deutschland, was nicht nur mir geschehen ist, obwohl mir am wenigsten wahrscheinlich, ich beherrschte Deutsch, ich habe Deutschland gekannt, weil ich in Russland an der Uni Landeskunde unterrichtet habe, Stilkunde, Literatur und Sprache. Also das war mir alles bekannt und da habe ich nicht so angeeckt wie mancher, der kein Deutsch konnte. Aber trotzdem, ich habe gedacht, wenn du das artikulieren kannst, wer wir sind und es erzählen kannst, dann musst du es tun. Und Gott hat dir nicht umsonst das Mikro der Deutschen Welle in die Hand gedrückt. Und dann musst du das nicht für dich, nur für dich verwenden, sondern auch für deine Landsleute. Das war eigentlich der Grundton, warum ich angefangen habe zu schreiben. Und dann, naja, dann bin ich auf den Geschmack gekommen. Ja, wir sind natürlich alle sehr froh, dass du das Buch geschrieben hast und das jetzt also vor kurzem, vor 2 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, August 2018 ist es, glaube ich, neu erschienen, quasi neu aufgelegt worden im Ratio Books Verlag und man kann es eben als ein Buch, als ein Band quasi erwerben. Im Februar dieses Jahres, oder ich glaube, du hast dann irgendwann mal auch deine Autobiografie geschrieben, die du erstmal in einer russischen Zeitung publiziert hast, eine Biografie, sozusagen ab dem Zeitpunkt, als deine Familie nach Deutschland gekommen ist.
Ja, das war wieder die Leserschuld. Die Leser. Wahrscheinlich bin ich zu träge. Oder manchmal brauche ich ja den Anstoß. Aber dann, es war ja gut, die Suche nach der Heimat, aber da war gar nichts, fast gar nichts darüber, was mit meinen Protagonisten geschah und mit mir, als ich nach Deutschland kam. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann schreibe ich eben meine Erfahrungen. Ich habe aber darauf aufmerksam gemacht und bestehe darauf, es sind subjektive Eindrücke, subjektive Erlebnisse. Das ist meine Sicht der Dinge, wie ich diese Zeit, diese Epoche, die kleine Epoche für mich sehe und einschätze. Ja, das Buch ist ja inzwischen im BKDR Verlag auf Deutsch erschienen unter dem Titel Visant zwischen meinen Fingern, übersetzt von Carola Jürgert, und das sieht so aus. Man kann es auch direkt beim BKDR bestellen. Meine Frage zielt jetzt in folgende Richtung. Also, wie gesagt, also dieses Buch, das beginnt ab dem Zeitpunkt, als ihr nach Deutschland gekommen seid. Hattest du schon mit dem Gedanken gespielt, eine richtige Autobiografie zu schreiben, die dein ganzes Leben beleuchtet? Oder ist das schon genügend in deinem Roman geschehen? Du meinst Memorien in genau. Der Art. Da bin ich denn, dass ich Memorien jetzt schreibe. So größenwahnsinnig bin ich nicht. Nein, ich glaube schon, dass ich alles gesagt habe, was gesagt werden sollte. Und die Leser, die Reaktion ist so, sie danken dafür, dass sie teilhaben konnten an meinen Erlebnissen, an meinem Leben auf diese Weise. Und die offene Art hat sie auch, wird immer betont, die offene Art, mit der ich das darüber erzähle. Ich habe nichts Besonderes erzählt, ich habe nur erzählt, was eigentlich wieder aus subjektiver Zeit, das ist keine Autobiografie eigentlich. Den Memorien schreibt man anders und wie gesagt, so groß und wahnsinnig bin ich überhaupt nicht. Nein, mache ich nicht. Das ist ja alles gesagt schon. Also du bist ja inzwischen 83, Entschuldigung. Ich finde, dass du noch so viel Energie ausstrahlst. Ich bin auch sehr überrascht, dass du innerhalb von ein paar Monaten jetzt noch ein Buch geschrieben hast. Und das ist eben ein Roman mit dem Titel Du, mein geliebter Russe. Und das ist gerade frisch erschienen, also man kann sagen, das ist gerade direkt aus der Druckerei gekommen. Vielleicht möchtest du was über dieses Buch noch erzählen und was ist oder was macht die Geschichte, was macht den Grundkonflikt aus, worüber ist das Buch? Ich will eins betonen und möchte, wenn es geht, hier einem Verleger danken, der plötzlich mich entdeckt hat, irgendwie. Einem Hiesigen, das ist sehr schwierig, dass die hiesigen Verleger sich für unser Thema interessieren. Dieses Thema ist, einmal wollte jemand in ein Jugendbuchverlag in Recklinghausen, wollte das erste Buch drucken. Aber da haben die Leute gesagt, das wird ein Ladenhüter. Das Thema geht nicht, wird nicht gefragt. Und da hat der, ein sehr netter Besitzer, ich habe vergessen, wie der heißt, hat er Abstand davon genommen und hat gesagt, nein, das mache ich nicht, das werden nur Unkosten sein. Und seitdem habe ich es nicht mehr versucht bei den Hiesigen. Und Franz König bringt jetzt das zweite Buch heraus und hat gesagt, schreiben Sie weiter, ich bringe hier Bücher raus. Ist jetzt ein Fan von mir. Ich bin sehr begeistert von dem Mann, dass er sich für dieses Thema interessiert, weil es ist schwierig, das weißt du selber. Dieses Thema unterzubringen ist sehr schwierig. Ich glaube, ich habe, wie soll ich sagen, ich habe mal gesagt, ich schreibe nur darüber, was ich gut weiß, was ich gut kenne und wo ich sicher bin, ich
dichte nichts dazu, ich konstruiere nichts, ich baue nichts, keine Luftschlösser. Ich bringe die Wahrheit des Lebens. Das ist auch die Wahrheit des Lebens. Und zwar geht es in dem Roman, es gibt ja viele Aspekte der russlanddeutschen Geschichte, die überhaupt nicht beleuchtet werden. Zum Beispiel dieses Phänomen, dass die deutschen Jungs in den besetzten Gebieten in die Wehrmacht einberufen wurden. Darüber spricht man nicht. Ich habe im Facebook eine kurze Sache gebracht zu der Erscheinung des Buches und da bin ich sofort angegriffen worden. Aha, Russlanddeutsche in der Wehrmacht. Ne? Aber diesen Leuten und anderen, die versucht sind, meine Protagonisten in diesem Buch, solche Jungs, zu verurteilen, möchte ich nur wünschen, dass sie nicht in die Lage kommen, in die diese Jungs geraten waren damals. Junge Kerle von 19, 18, 17, 20 Jahren, die Kanonenfutter für die Nazis waren, die nicht, wie konnten sie sich verteidigen? Wo konnten sie sich wehren? Und jeder, der das versucht, dem würde ich sagen, bewahre Gott, dass du in diese Situation kommst, dass du diese Versuchung, das durchstehen musst und da entscheiden musst. Es ist ein junger Soldat, ein junger Mann, der in Deutschland, wurden unsere Jungs wurden damals an die Westfront geschickt, weil man ihnen offensichtlich hier im Osten nicht vertraute. Sind ja Russen, hat man auch gesagt. Damals, schon damals waren wir Russen, auch für die Arier. Und da hat man sie an die Westfront geschickt. Er wurde da verwundet, kommt nach Fritzlar ins Lazarett und lernt eine Krankenschwester kennen und lieben. Und die beiden wollen heiraten, aber es geht nicht. Die bürokratische Verfahrensweise war so langwierig und damals war es, der Kurzurlaub war vielleicht eine Woche und so. Und da konnten sie nicht heiraten. Und nach dem Krieg, nach Kriegsende, gerät er in amerikanische Gefangenschaft und hier haben wir Manitoba jetzt wieder den Protagonisten und wird den Russen ausgeliefert, kommt an die Beringstraße. Und sie bleibt im zerstörten Deutschland zurück mit einem Kind, von dessen Existenz er überhaupt nichts weiß. Kurzum, sie liebt ihn aus allem ganzem Herzen und wartet auf ihn und nennt ihn immer, du mein geliebter Russe. Jetzt will ich die Männer nicht besonders vergrämen, ne? Aber so ist eben, die Männer haben andere Ansichten über Frauen und Kinder und so weiter. Mein Protagonist heiratet und hat eine Familie gegründet. Nur muss man ihm schon verzeihen, wer dachte damals, dass man aus dieser Hölle heil herauskommt. Es war keine Hoffnung überhaupt, nicht mal null, weniger als null. Deshalb muss man da auch nachsichtig sein. Ja, und 1999 kommt er als Aussiedler nach Deutschland zurück. Ja, vielleicht möchte ich da ein Stück genau aus dem Buch vorlesen. Ja. Damals war Liesel Müllers Welt noch in Ordnung, obwohl der Krieg schon vor Deutschlands Toren tobte, die Lebensmittel rigoros rationiert waren, die Luftangriffe der feindlichen Bomber immer öfter und heftiger wurden und sie, eine junge Krankenschwester, bis zum Umfallen im Lazarett arbeiten musste. Aber sie war glücklich, unverschämt glücklich, trotz aller Widrigkeiten. Sie lebte, wie sie behauptete, von für ihre große Liebe. Die Liebe zu dem gut aussehenden jungen Soldaten, dem Verwundeten, der aus Nordfrankreich in das Lazarett in ihrer Stadt eingeliefert worden war.
Alles an ihm war ungewöhnlich. Sein Auftreten, seine Haltung, sein dunkelbraues gewelltes Haar, vor allem aber die Augen. Zwei große blaugrüne Seen, in die Liesel willig, ohne jedweden Widerstand, eintauchte und sofort darin versank. Als er sich dann mit seiner dunklen, samtenen Stimme vorstellte, war es endgültig um sie geschehen. Er war es, ihr lang ersehnter Prinz. Er heiße Arthur, erzählte in der Fische Soldat, und sei an der rechten Hand verwundet worden. Leider, denn er spielte leidenschaftlich gern Violine, würde aber wahrscheinlich in Zukunft auf sein Hobby verzichten müssen. Arthurs Erzählung klang irgendwie fremdartig, so dass Liesel unwillkürlich die Frage herausrutschte, wo kommst du denn eigentlich her? Du hast einen so komischen Akzent. Die Reaktion des jungen Mannes war unerwartet schroff. Der Gesichtsausdruck, eben noch heiter und freundlich, wurde hart, verschlossen und abweisend. Er schmetterte in kurzen Sätzen die Antwort in den Raum, als wäre es eine militärische Meldung. In meiner Familie waren alle Deutsche. Wir haben früher in Russland gelebt. Wir sprachen Deutsch. Doch es gab naturgemäß gewisse Einflüsse von außen, auch russische. Dann bist du also Russe? Diese Frage hätte sie nicht stellen sollen. Das begriff Liesel sofort. Auch, dass sie dadurch alles vermasselt hatte. Sie hätte sich ohrfeigen können. Geplagt von Reue versuchte sie zu retten, was noch zu retten war. Erklärte, sprach ohne Punkt und Kommata, fand jedoch ihr klägliches, jämmerliches Gestammel selbst nicht überzeugend. Dann verstummte sie, brach in hilflose, reumütige Tränen aus und stürmte nach draußen. Lange noch, nachdem die hübsche Krankenschwester aus dem Krankenzimmer gelaufen war, versuchte Arthur seine Gedanken zu ordnen. Deutscher, Russe, eine Zwickmühle, aus der es scheinbar keinen Ausweg gab. Ganze 19 Jahre lang war er Deutscher. Schlicht und ergreifend Deutscher in einem deutschen Dorf, in einer deutschen Kolonie in der Ukraine. Und zu keiner Zeit, nie, schien jemand Zweifel daran zu haben. Dann begann man, an dieser Bezeichnung herumzudoktern, sie in Frage zu stellen. Er gestand sich ungern, dass dieser Umschwung mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in die Ukraine begonnen hatte. Ungern, weil damit der Verlust vieler seiner Hoffnungen und Ideale verbunden war. Für die deutsche Besatzungsmacht waren sie plötzlich keine Deutschen mehr, keine Deutschen im eigentlichen Sinne des Wortes, keine astreinen Deutschen, nein. Jetzt hießen sie Volksdeutsche, die einer Umerziehung unterworfen werden mussten, um zur Festigung des Deutschtums beizutragen, aus einem Nazi-Dokument. Zitat. Auf jeden Fall waren sie nicht arisch genug und bedurften einer Aufbesserung. Dabei legten die NS-Stellen ihr Augenmerk vor allem auf die Jugendlichen, die sich hervorragend als Kanonenfutter eigneten. Doch diese gewannen mit der Zeit mehr Einblick hinter die Kulissen, so dass die anfängliche Begeisterung allmählich einer vorsichtigen Besinnung teilweise gar Enttäuschung Platz machte, zumal man doch Fremder blieb. Volksdeutsche, deutschstämmige Umsiedler. Und da gab es noch Abstufungen. Administrativ-Umsiedler, das abwertende Beutegermanen und das verächtliche, hässliche Russen. Arthur wurde nicht oft mit solchen Schmähbegriffen konfrontiert, aber ausgerechnet in Liesels Elternhaus wurde ihm seine Herkunft zum Verhängnis. Alle, ihr Vater, die zwei Schwestern, sogar die so verständnisvolle und warmherzige Mutter, lehnten ihn ab. Das hat uns doch gefehlt, donnerte Liesels Vater los, als sie der Familie von Arthur erzählte und fragte, ob sie ihn am Sonntag zum Mittagessen mitbringen durfte. Wo hast du diesen Ivan überhaupt aufgegabelt? Brüllte der Vater, ein untersetzter, bulliger Mann mit Geheimratsecken und Hitler-Schnurrbart unter der Adlernase. Russen haben mir hier gerade noch gefehlt. Vater, er ließ Liesel nicht ausreden. Sowas kommt mir nicht ins Haus, nie und nimmer. Wutenbrand, das Gesicht rot angelaufen, lief er aufgeregt im Zimmer auf und ab.
Vater hat recht, unterstützte ihn die Spindeldüre Bertha, Liesels älteste Schwester, und fügte giftig hinzu, hast wohl keinen deutschen Jungen bezirzen können. Muss es ausgerechnet ein Russe sein, unser Feind? Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Was sollen denn die Leute hier sagen, die Leute in unserem Dorf sagen, wenn das ans Licht kommt? Liesel, ein Russenflitzchen? Echote Emma, Liesels jüngere Schwester. Paul Müller schickte sich an zu gehen, warf seiner Tochter noch einen warnenden Blick zu und sagte in die bleierne Stille, kurz aber bestimmt, nein, sowas kommt mir nicht ins Haus. Und dabei bleibt's. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war Nelly Kosko mit ihren Büchern. Wir danken dir fürs Kommen. Das war uns gern geschehen. Eine Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen. Wir wünschen noch alles Gute auf deinem weiteren Weg und Gesundheit, vor allem Gesundheit, und noch viele, viele, viele kreative Ideen für weitere Bücher. Vielen Dank. Ich versuche mein Bestes, aber ob es gelingt, das steht in den Sternen. Okay. Vielen Dank.